Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Und ihr seht, wir starten hier im Pausenmodus quasi, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ihr seht es ja schon. Akku leer. Ja, es kam das Update für City Skylines und das hat ein bisschen was geändert. Zumindest ist die Folge komplett nach dem Update. Die letzten Folgen sind immer so ein bisschen vermischt. Habt ihr, glaube ich, mitbekommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt, dass die Verbrennungsanlage viel mehr verarbeitet und deswegen nicht mehr so viel Strom produziert, hat zum Nachteil, dass wir zu wenig Strom haben. Ja. Und ich habe halt auch kaum noch Akkuleistung. Deswegen bin ich jetzt hier im Pausenmenü und werde dieses Stromproblem mal angehen als erstes. Jetzt habe ich schon ein bisschen geguckt. Ich werde auf Geothermie gehen. Also von den reinen Unterhaltskosten soll es die Hälfte kosten wie Kohlekraft und genau die Hälfte bringen. Gucken, ob das alles ist. Braucht auf jeden Fall Grundwasser und das Ganze müssen wir uns auch erstmal freischalten. Das machen wir jetzt mal. Entwicklungen. Da haben wir Geothermie und nebenbei können wir auch das Notstromaggregat gleich bauen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das dann finanziell noch hinkriegen. So, allerdings werde ich das irgendwo hier unten bauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wird er uns ja wahrscheinlich gleich sagen, wo wir das hinbauen können. Genau. Ja. Problem ist, das ist nicht mein Bereich. Brauche ich irgendwo Grundwasser, wo aber Luftverschmutzung kommt, nämlich Bodenverschmutzung und Lärm ist Mittel. Könnten wir das rein theoretisch hier mit hinsetzen? Das ist auch schon nicht mehr unser Bereich. Ja. Aber hier ist unser Bereich, ne? Ah, genau, hier wollte ich das hinsetzen. Wollte gerade sagen, ich hatte doch vorher geguckt, dass das eigentlich geht. Genau, wir setzen das hier hin. Oder wir könnten es auch hier hinsetzen. Na, das passt nicht ganz. Das reicht ihm nicht an Grundwasser. Wir nehmen einfach das hier, setzen es hier hin. Und dann müssen wir aber gucken, dass wir jetzt hier noch eine Straße hinkriegen. Ich würde sagen, wir setzen was erst hin oder bauen wir erst die Straße? Wir bauen erst einmal die Straße. Müssen wir hier die Ansicht mal ein bisschen ändern. So. Machen hier nochmal ein Stück so. Und was jetzt so machen, passt das jetzt? Ja. Das passt. Das ist schon mal gut. Ja, können wir da noch irgendwas machen? Naja, da kann zumindest eine Straße dran vorbeigehen nochmal. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Setzen wir das jetzt hier schon hin oder mache ich erst die Straße noch länger? Wir machen erst nochmal die Straße länger. Hang zu steil. Ja, gut, dass wir vorher gucken. Das ist ja interessant, was ich hier gemacht habe. Das ist schon vorbereitet für ein nächstes Projekt. Quasi, aber ich glaube, wir müssen hier mal bügeln. Ja, die Straße kann ich hier ja auch einfach nochmal wegnehmen. Das nutzt ja quasi eh noch gar keiner. Und dann können wir hier mal so ein bisschen Landschaftsgestaltung machen. Machen wir uns den Pinsel ein bisschen größer. Nehmen das von hier. Hier geht es ja eh dann darunter. Also brauche hier eigentlich kein Berg sein.
Ja, ich glaube, ich komme hier nicht drum rum, dass ich hier diesen Berg komplett wegbügel. So. Ja. Also, sobald uns der Rest gehört, werden wir das hier ein bisschen angleichen. Oder hier gibt es einfach eine Schlucht. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt haben wir hier. Das können wir auch nochmal wegnehmen. Und jetzt nehmen wir uns mal das Tool. Und ziehen das hier mal so ein bisschen. Dass hier so ein bisschen Leben wieder reinkommt. Ja, jetzt ist das natürlich auch nicht angeglichen. Jetzt müssen wir hier eine neue große Straße setzen. Passt das? Was hast du denn? 8 Spuren. Auch groß gedacht. Nicht umsonst, weil ich will hier unten einen Hafen hinsetzen und ja, vielleicht macht man hier wirklich, dass die Straße hier nochmal so einen Knick macht, hier im Tal lang läuft und man hier eine. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich mir das gerade überlege. Aber ich weiß noch nicht, was hier hinkommt. Aber wahrscheinlich wird das auch Industriegebiet. Könnten die hier rüberfahren? Ja, da müssen wir mal gucken. Das heißt aber, wir müssen hier hin. Das heißt, wir setzen einfach mal hier eine Straße. Nach da. Und setzen von hier die Straße. Einem ja. Könnte die Straße also natürlich auch direkt von hier hinten nach da in einem Bogen laufen lassen. Das fände ich eigentlich optisch noch schöner. Machen wir auch. Das können wir gleich wieder anschließen. Hier. Nee, das war zu viel. Rein theoretisch darf ich gar nicht viel, viel weiter gehen. So. So sieht das doch schon besser aus. Ich will das nicht alles nur so. So wie hier, sag ich mal. Ne? So Reihe an Reihe. Ich hätte gerne so ein bisschen Leben drin. Allerdings. Ja, könnte die ja dann auch. Ja, wir machen die jetzt erstmal bis. Setzen erstmal doch jetzt das Stromwerk hier hin. Ja, so könnte halt die Straße auch durchgehen. Aber. Nee, ich werde die Straße hier lang machen. Also, damit ihr wisst, was ich vorhabe. Und dann ja, lassen wir ein bisschen Platz, dass wir die zur Not auch größer machen können und setzen das jetzt einfach dahin. So. So, und wie Sie sehen, haben sie zu wenig gebügelt. Wunderbar. Wunderbar. Ne? Ja. Toll. Komm her, Bügeleisen.
So, ja. Ja, doch, geht doch jetzt. Das geht doch jetzt. So, dann können wir uns jetzt der Straße hier wieder annehmen. Die bis dahin kommt. Warum meckert auf einmal alles, dass es keine Straßenanbindung hat? Muss ich das jetzt gerade verstehen? Ach so. Okay, so. Ich hoffe, ich kriege das hin, ohne dass ich das jetzt hier nochmal wegsetzen muss. Das ist doch doof. Dann muss ich doch nochmal bügeln und muss gucken, dass ich das hier an das da angeglichen kriege. Oder wir einfach. Wir müssen auf jeden Fall höher kommen. Kann ich denn heben oder senken das Terrasse? Ja. Jetzt kann ich mir doch das nehmen und das hier angleichen. So. Jetzt müssen wir die Straße hier wieder entfernen, weil. Was ist das denn jetzt? Das ist jetzt zu hoch. Ach, das ist doch auch ein. Wenn dieses Bügeln einmal anfängt, ne? Einfachsten wäre es natürlich, das Gebäude nochmal wegnehmen und dann angleichen. Aber halt das Gebäude versetzen kostet ja halt auch wieder Kohle, ne? Das ist halt. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, das passt doch. Können wir auch hier direkt am Feld lang fahren. Machen wir einfach einen leichten Bogen rein. Hier müssen wir schon ein Stück früher machen. Noch ein Stück früher, weil. Brauchen hilfstechnisch erstmal hier kurz die Straße ein bisschen länger. Da hinsetzen. Na, da und dann einen Bogen bitte. Genau so. Raupe wieder raus, das da dahin. Die Straße. Ja, Moment. Dann hätte ich aber auch gerne, dass die Straße nur bis zum Kraftwerk. Ja, okay, ist genauso wie eben, ne? Jetzt machen wir nämlich einen leichten Bogen. So. Also ich finde, das habe ich jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht. Das ist doch schon mal eigentlich sehr schick. Jetzt müssen wir die noch an die anbinden und dann könnte die ja hier so einen Bogen machen. Ich glaube, das machen wir so auch. Das heißt so. So. Und hier kann der Bogen ruhig ein bisschen länger sein. Ja, das sieht schon natürlich aus, besonders. Naja, gut, hier ist halt, das könnte man noch mal. Das gefällt mir nicht ganz so. Das machen wir bis dahin. Könnte auch von hier nach da der Bogen gehen.
so nicht. Starten von hier. Und so. Was wir hier hin machen? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Was ist das hier? Ah, das ist das Sondergebäude. Genau, davon können wir nämlich auch ein paar setzen gleich. Das können wir auf jeden Fall in der Folge noch machen. Machen wir gleich, aber erstmal verlegen wir Stromleitungen, weil wir brauchen hier ja an dem Kraftwerk noch Strom. So, wo haben wir unsere Stromleitungen? Hier haben wir einmal Starkstrom und ich habe was gelernt. Wir können nämlich Starkstrom auch unterirdisch legen wohl. Das probieren wir jetzt mal aus. Starkstrom. So, und jetzt unter die Erde mit dir. Ja, wunderbar. Einfacher geht's doch gar nicht. Gehen wir direkt hier mal. Wir müssen ja im Prinzip noch hier hinten. Ich will das jetzt aber nicht querfeld einlegen. Stört uns hinterher vielleicht. Sagen wir, gehen an die Küste und gehen dann. Genau, wir gehen einfach erstmal an die Küste. Gerade rüber bis zur Küste. Gehen dann der Küste entlang. Und stoßen dann hier auf die Straße. Jetzt müssen wir bis nach da hinten. Können wir mit der Straße mitgehen. So. Und jetzt können wir wieder hochkommen. Wunderbar. Das ist doch gar nicht mal schlecht gelöst, würde ich sagen. So, und jetzt müssten wir ja eigentlich, wenn wir jetzt auf Play drücken, stromtechnisch in Ordnung sein. Was ich aber auch noch machen möchte, das gucken wir schon mal. Können wir das Notstromaggregat bauen? Ja, das können wir bauen. Das würde ich sagen, ja, das können wir gleich hier hinten mit dran sitzen. Es braucht nämlich auch wieder einen Starkstromanschluss. Können wir das nicht? Genau, jetzt haben wir nämlich hier das Problem, dass wir hier die Straße haben und hier den... diesen Stromanschluss. Müssen wir den doch nochmal wegnehmen hier. Strom. Und wir gehen dafür einmal unter die Erde. Hier hin. Und gehen einmal nach da. So. Jetzt haben wir den dahinter sitzen. Das passt. Wo gehen jetzt in der Erde? Sieht man gar nicht. Okay. Dann können wir jetzt unser Notstromaggregat rein theoretisch hier platzieren und können dann da dran gehen. Ja genau, dann lassen wir die Straße da jetzt im Bogen machen. Jetzt aber wichtig, dass wir hier wieder eine gerade Straße haben. So. Ja, bügeln können wir da halt erst effektiv, wenn wir das Ganze... Da können wir es hinsetzen. So. Das haben wir auch hingesetzt. Starkstrom von da. Da. Passt. So, haben wir das doch beides verbunden.
Ja gut, die Abfahrt ist jetzt hier ins. Hier runter doch. Die Abfahrt ist hier doch sehr sportlich. Uns das immer angucken. Aber. Ja, das ist halt erstmal so. Geht doch schon ganz schön bergauf. Und. Das schwimmt ja einfach in der Luft, weil es nicht mit klarkommt, dass das okay. Okay, ja, also das bügeln wir hinterher bestimmt noch mal ein bisschen, sobald wir hier den Bereich haben. Aber solange muss das erstmal reichen. So, und jetzt würde ich mich trauen, einmal wieder Play zu drücken. Jetzt müssten wir ja stromtechnisch. Ja, jetzt lädt er auch die Akkus gleich. Perfekt. Jetzt können wir nur mal gucken, können wir das hier noch upgraden? So. Das könnten wir hier upgraden. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Kostet halt auch mehr Unterhalt. Ja gut, das brauchen wir auch nicht. Zumindest aktuell nicht. Warte mal, was können die Leitungen, was kann das erzeugen? Wenn das ein. Ja, die Stromleitungen können ja nur. 400. Das reicht doch locker aus. Kann man das so hochputschen, dass es mehr als 400 hat? Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt so. Von daher würde ich sagen, haben wir unser Stromproblem fürs Erste geregelt. Bauen auch hier schön Speicher auf wieder. Der Speicher hat mich tatsächlich hier gerettet. Aber eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar. Machen wir jetzt hoffentlich Plus hier, dann machen wir ein bisschen schneller. Also, eigentlich machen wir Minus, aber ja, jetzt, unser Vermögen wird größer. Das verstehe, wer will. Das müssen sie auch nochmal fixen. Nicht, dass ich jetzt wirklich Minus mache, sondern dass dann auf Plus steht, bitte. Wer weiß, woran das liegt. Aber wir haben in einer der letzten Folgen. Ne, hier ist das Sondergebäude freigeschaltet. Und zwar bringt uns das höheren Abschluss an der Universität, bessere Bildung oder intensivere Industrie. Auf jeden Fall sind diese beiden Gebäude echt gut. Und die würde ich sagen, setzen wir auch irgendwo hin, wo es schön ist. Wo ein schönes. Was ist denn das? Sollte die Ölraffinerie vielleicht irgendwo stehen, wo es auch Öl gibt? Ist ihr, glaube ich, egal. Aber ich würde die, glaube ich, gerne schon doch irgendwo hier mit sitzen haben. Obwohl die hier jetzt gerade gar nicht so reinpasst. Aber wir könnten die hier hinsetzen und setzen hier. Und das hier dann daneben. Oder wir setzen es halt hier mit hin. Nö. Machen wir nicht. Wir machen hier einfach eine Straße. Grad. Leichten Bogen. Sollte das auch passen. Dann nehmen wir uns unsere beiden wunderschönen Spezialgebäude. Das ist die Ölraffinerie. Schön dahin. So, zack.
Das dahin. Sollte auf jeden Fall gut sein für unsere Stadt. Ja, und wie deutlich wir hier Plus machen, ne? Also, wegen wir machen Minus. Ja. Somit haben wir in dieser Folge auf jeden Fall unser Stromproblem gelöst. Aktuell sieht die Stadt so aus. Ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich denke mal, ich werde jetzt immer so zwischen den Folgen so ein bisschen bauen. Vielleicht gibt es auch mal zwei Folgen, die wir direkt hintereinander machen oder so. Aber dass wir generell ein bisschen schnelleres Wachstum hinkriegen, zumindest videotechnisch, dass wir nicht hier immer mit so einer kleinen Stadt in Anführungsstrichen mit 42.000 hier jetzt rumdümpeln. Und von daher würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss!